Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute machen wir ein Zeig ein Buch das Video. Da dürft ihr bei Instagram ja in regelmäßigen Abständen meine Fragen beantworten. Ich mache dann immer so einen Fragesticker in die Story und ihr dürft mir dann sagen, welches Buch ich euch zeigen soll oder welche Frage euch auf der Seele brennt. Wenn ihr mir also bei Instagram noch nicht folgt, dann tut das bitte gerne. Ihr dürft nämlich da ganz, ganz oft mein YouTube-Programm bestimmen, weil ja, ich die Videos ja auch größtenteils für euch mache und natürlich auch immer wissen möchte, was euch denn an Formaten oder Co. und Co. interessiert. Ja, ich würde sagen, wir starten auch direkt mit der ersten Frage und ich habe mir als erstes die ausgesucht, die auch am meisten gestellt wurde. Und das war die Frage nach meinem Currently Reading. Das ist zu einem, bleib bei mir Sam, das lese ich gerade in der Runde mit meinen Saarland-Mädels. Und da machen wir halt jeden Tag einen Abschnitt und dann lese ich, wenn ich da mit dem Abschnitt fertig bin, in Dark Ivy, wenn ich falle, von Nicola Hotel. Wie immer in meinen Zeig mir ein Buch das Videos werde ich jetzt nicht genauer auf die Bücher eingehen, sondern wirklich nur das Buch zeigen. Ansonsten würde es einfach den Rahmen sprengen. Ich habe mir nämlich 11 Fragen rausgescreenshottet und werde da jetzt nicht zu jedem Buch groß viel erzählen. Die beiden werdet ihr aber in meinem Neuzugänge-Video und in meinem Lesemonat-Video auch wieder kennenlernen. Also das hier wird wahrscheinlich noch in den Lesemonat November passen. Das hier werdet ihr dann im Lesemonat Dezember sehen. Die nächste Frage war, zeige mir ein Buch, das zuletzt bei dir eingezogen ist. Und da ist tatsächlich heute Morgen, eigentlich sind 2 Stück eingezogen. Das zweite zeige ich euch einfach in der nächsten Frage. Da hat es nämlich auch sehr, sehr gut dazu gepasst. Als letztes eingezogen ist nämlich unter anderem Der Hexenzirkel ihrer Majestät. Das begabte Kind. Das Buch erscheint am 1.12. bei Knauer. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Es ist halt auch wieder so ein schönes Hexenbuch. Aber ja, dieses Buch ist gerade frisch heute Morgen hier eingezogen. Und das zweite Buch, das heute Morgen eingezogen ist, passt nämlich zu der Frage, wo ist es? Ich muss mal hinher switchen in meinen Screenshots. Ein Buch mit, nein, zeig mir ein Buch für den Advent. So, und dann muss ich nämlich jetzt Christmas Kisses in die Kamera halten. Es spiegelt total. Das ist ja so ein Zusammenschnitt von 24 kleinen Kurzgeschichten von 24 Autorinnen. Zum Beispiel die Alexandra Flint, die Stefanie Hasse, die Anne Lück, die Nina McKay, Greta Milan, Kira Mohn und so weiter und so weiter. Und alle haben sie eine kleine Kurzgeschichte für dieses Buch verfasst. Es ist so quasi ein Adventskalender. Du kannst jeden Tag eine kleine Geschichte lesen und deshalb finde ich, ist das das perfekte Buch für die Frage, zeig ein Buch für den Advent. Und das ist zusammen mit diesem Buch heute Morgen hier bei mir angekommen. Übrigens habe ich es bei Ravensburger gewonnen und deshalb habe ich die signierte Ausgabe. Finde ich sehr, sehr schön. Ich habe mich nämlich auf der Buchmesse geärgert, dass ich A, keine Zeit hatte, mir das Buch kaufen zu gehen, beziehungsweise das schon, aber ich hatte keine Zeit, mir es signieren zu lassen und vor allem auch nicht von so vielen Autoren und Autorinnen. Dann lautet die nächste Frage, zeige ein Buch, das schon sehr lange bei dir im Regal steht. Dann war in Klammer gelesen und ungelesen. Also da habe ich dann auch noch mal nachgefragt, ob diejenige meint, dass ich ein Buch zeigen soll, das ich gelesen habe und ein Buch, das ich nicht gelesen habe oder ob ich mir aussuchen kann, welches Buch ich in die Kamera halte. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, dass ich ein Buch zeige, das ich gelesen habe und es schon seit Jahren hier steht und ein Buch, das seit Jahren hier steht, das ich nicht gelesen habe. Zu dem Gelesenen habe ich Forbidden rausgesucht, weil dieses Buch schon, ich glaube, seit es erschienen ist, gefühlt in meinem Regal steht. Ich muss gerade mal gucken, 2011, oh nein, gut, so lange noch nicht. Aber ich sag mal so, 2012, 2013 ist das Buch auf jeden Fall hier
eingezogen. Also das wäre dann das Buch, das gelesen am längsten im Regal steht. Natürlich habe ich auch Bücher, die älter sind, ne? Müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber das ist mir so als erstes im Regal ins Auge gesprungen, wo ich sagte, okay, ja, das steht schon sehr, sehr lange hier. Und was schon sehr, sehr lange hier steht, was ungelesen ist, ihr werdet gleich verstehen, warum, ist der zweite Band der Outlander-Reihe. Ihr wisst, ich liebe diese Reihe. Wirklich, ich liebe Jamie und Claire. Und ich liebe ihre Geschichte und ich liebe diese geschichtlichen Hintergründe. Aber, ne, es ist halt einfach so anstrengend zu lesen. Ich habe es fürs neue Jahr vor, endlich als Hörbuch zu hören bei BookBeat, damit ich es vom Sub runterkriege. Aber das sind halt echt, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten. Und das ist noch nicht mal das dickste Buch der Reihe. Über 1200 Seiten. Und es gibt welche, die haben noch 100 bis 200 Seiten mehr in dieser Reihe. Das ist schon ein Mammutprojekt. Die nächste Frage ist auch wieder doppelt zu sehen. Das war nämlich zum einen, zeige ein Buch, das nur noch in deinem Regal steht, weil es hübsch ist, aber dies hat die Story nicht gefallen. Dazu habe ich auch schon ein Video letztens hochgeladen, das verlinke ich euch gerne mal hier oben. Und von der gleichen Dame kam auch noch die Frage, zeige ein Buch, das dir sehr gut gefallen hat, das aber ein ultra hässliches Cover hat. Mal kurz so gesagt. Wie in meinem Video bereits gezeigt, ist zum Beispiel Falling Fast ein Buch, das ich super hübsch finde, das aber vom Inhalt her nicht überzeugen konnte. Und dann haben wir ein Buch, das ich wirklich sehr, sehr liebe, aber dessen Cover ich einfach nicht schön finde. Und das ist Ein ganz neues Leben. Das ist ja die Geschichte nach Ein ganzes halbes Jahr von Jojo Moyes und die Geschichte von Louisa Clark. Und ich mag Louisa Clark und ihre Geschichte sehr, sehr gern, aber ich finde dieses Cover so nichtssagend. Dieses Buch zerfetzt dein Herz und dann ist einfach nur ein Blümchencover zu sehen. Also, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall eins, das mir nicht gefällt, aber ich kann mich einfach nicht davon trennen, weil ich die Geschichte einfach so, so schön finde. Dann hat mich eine Mami aus meiner Community gefragt, ob ich vielleicht mal zeigen könnte, welche Bücher Mala am liebsten nimmt. Also zeige ein Buch, das deine Tochter sehr, sehr gerne liest. Und da habe ich ja auch schon mal ein Video dazu gemacht. Das verlinke ich euch auch gerne da oben. Das beinhaltet Kinderbücher für Zweijährige. Ich möchte da jedes Jahr so ein Video machen. Nächstes Jahr kommen dann Kinderbücher für Dreijährige und so weiter. Und da immer vorstellen, was meine Tochter halt in dem Alter gerne liest. Natürlich ist das immer von Kind zu Kind unterschiedlich, aber ich zeige euch einfach, was meine Tochter in dem Alter gerne liest, so als kleine Inspiration. Das wäre nämlich zum einen Der kleine Siebenschläfer in sämtlichen Formen, Farben und Co. Deshalb sagte ich auch, als auf der Messe das Siebenschläfer-Maskottchen rumgelaufen ist, Mala wäre ausgerastet. Sie liebt den Siebenschläfer und die Bücher sind auch einfach super, super süß und niedlich. Und was sie auch abgöttisch liebt, ist die Reihe hier, meine erste Tierbaby-Geschichte. Wir haben mittlerweile das kleine Kaninchen, das auf der Buchmesse mit durfte. Wir haben den kleinen Otter und wir haben den kleinen Panda. Auch super niedliche Geschichten, die innerhalb von ein paar Minuten vorgelesen sind mit super schönen Bildern. Und ich kann es euch gerade noch mal zeigen. Die Bilder sind echt super niedlich. Also es ist immer ein Tier, das, sag ich mal, real gezeigt wird und der Rest ist gezeichnet. Aber Mala liebt diese Geschichten und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht mindestens eins von diesen Büchern vorlese. Die nächste Frage, zeige ein Buch, das dich zum Weinen gebracht hat. Und da ist mir ganz spontan A Wish for Us in den Sinn gekommen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es bei Bleib bei mir, Sam genauso sein wird. Aber bei A Wish for Us, da sind die Tränen geflossen, noch und nöcher. Wer das Buch gelesen hat, weiß warum und warum es gerade für mich eine doppelt harte Bedeutung hat. Ich möchte mich da jetzt nicht in den Vordergrund stellen, aber es gibt einen Punkt in meinem Leben, der hier auch aufgeführt ist und das hat mich dann eben noch einmal mehr zum Weinen gebracht.
Dann kam natürlich noch die obligatorische Frage nach dem schönsten Cover und dem schönsten Buchschnitt in meinem Regal. Ja, die Frage lässt sich halt super, super schwer beantworten, weil Optik ja einfach eine reine Geschmackssache ist. Also ich kann euch jetzt nur zeigen, was ich zum Beispiel super schön finde. Und dann kann es genauso gut sein, dass einer von euch sagt, nee, gefällt mir gar nicht. Ich persönlich mag zum Beispiel keine Menschen auf den Covern. Und deshalb, habe ich natürlich zwei Bücher ausgesucht ohne Menschen auf Covern. Bei der Buchschnittfrage habe ich mich für Luca und Allegra entschieden, weil der einfach unfassbar schön ist und die ganze Aufmachung von diesem Buch ist einfach wunderschön. Das wäre zum Beispiel auch ein Cover, das ich auf die Liste setzen würde für eins der schönsten in meinem Regal. Ich habe mich aber für Schattentanz entschieden, weil ich diese schlichte Aufmachung super schön finde. Ich bin ja ein Fan von schöner Schrift, relativ einheitlicher Hintergrund und dann ein paar Verschnörkelungen. Mehr braucht es bei mir nicht. Und wer das Buch gelesen hat, dem werden halt auch die kleinen Feinheiten auffallen, wie zum Beispiel die Vögel hier oder hier die, ich nenne es mal Katze, Großkatze, Raubkatze. Also es ist einfach, ja, eins für mich immer noch für eins der schönsten Cover in meinem Regal und auch eins der schönsten Bücher, weil ich Schattentanz einfach liebe, beziehungsweise die ganze Reihe liebe. Und da kommen wir eigentlich auch schon zur nächsten und letzten Frage, die ich mir rausgesucht habe. Ein Buch, das du jedem empfiehlst. Ist zu einem natürlich auch Schattentanz. Damit gehe ich echt jedem auf den Keks, weil ich finde, dass jeder dieses Buch gelesen haben sollte. Und ganz aktuell würde ich auf jeden Fall Westwell jedem empfehlen. A, weil ich Lena Kiefer total toll finde und B, weil ich die Reihe total toll finde. Also ich hätte jetzt auch die Knights-Reihe von Lena hochhalten können. Ich hätte jetzt die Ophelia Scale-Reihe hochhalten können. Diese Frau schreibt einfach wunderschöne Bücher und ja, ich bin ein Lena Kiefer Hardcore-Fan, ich sag's euch. Ja, damit wären wir jetzt auch schon am Ende der 10 Zeig mir ein Buch, das Aufforderungen eurerseits. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich in einem nächsten Video vielleicht als Frage mit aufnehmen soll. Ich habe natürlich noch einige gescreenshottet, die ich mir für ein nächstes Video auch aufheben werde. Ansonsten, wenn ihr mit mir interagieren möchtet oder Vorschläge für den Kanal habt, etc., etc., Videowünsche, Kritik, sonstige Äußerungen, dann haut's entweder in die Kommentare oder schreibt mir einfach bei Instagram eine Nachricht. Manchmal kann es einen Tag dauern, bis ich antworte, weil, ja, hier halt immer sehr, sehr viel los ist. Aber ich antworte euch auf jeden Fall. Und ja, jetzt fahre ich mein kleines Monsterchen aus der Betreuung holen. Und heute Abend kommt noch mein Schwager zu Besuch. Und viel mehr passiert ja auch nicht mehr. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!